Mike Bernhard, AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, wenn Sie Kinder haben, können Sie sicher nachempfinden, wie es sich anfühlt, dem eigenen Kind die naheliegendsten Grundbedürfnisse nicht erfüllen zu können. Mama, ich will auch ein Kinderzimmer, sagt Julia. Sie ist jetzt 6 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrer Mutter wohnt Julia momentan in einem 20 Quadratmeter Zimmer im Stuttgarter Süden, ohne Heizung, in Küche und Bad, mit altem Kachelofen. Seit 1,5 Jahren ist ihre Mutter auf Wohnungssuche, schreibt über 300 Bewerbungen pro Jahr. Das ist das Deutschland, in dem anscheinend alle so gut und gerne leben. Und nein, das ist kein Einzelfall. In Stuttgart kommen auf eine bezahlbare Wohnung über 1.400 Bewerber. In Berlin sind es über 1.700 und in München sogar mehr als 2.000. Laut Hans-Böckler-Stiftung fehlen 2 Millionen Wohnungen in Deutschland. 678.000 Menschen haben in unserem Land überhaupt keine Wohnung. Und viele Millionen Haushalte müssen fast die Hälfte ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben. Und die Mieten steigen fast doppelt so schnell wie die Einkommen. Und es wird nicht besser. Nein, der Konkurrenzkampf um Wohnraum wird schlimmer. In den letzten Jahren ist die Bevölkerung in Deutschland durch Zuwanderung um über 3 Millionen Menschen gestiegen. Und jedes Jahr kommen netto 500.000 Neubürger dazu. Wir leben in einem der Länder mit der höchsten Bevölkerungsdichte. So dicht bevölkert, dass Carola Rakete in naher Zukunft Deutschland verlassen will, weil hier zu viele Menschen auf zu engem Raum leben. Aushalten müssen diese Situation also sicherlich nicht Carola Rakete oder Sie, die Entscheidungsträger hier in Berlin, sondern die Menschen vor Ort in den Städten und Gemeinden. Viele Städte sind mit diesem Zustrom hoffnungslos überfordert. In vielen Kommunen werden bereits 90% der Gelder für Pflichtaufgaben, die ihnen von Bund und Land aufgebürdet werden, benötigt. Ihr grüner Tübinger Oberbürgermeister Palmer bringt es die ganze Absurdität auf den Punkt. Weil diese Flüchtlinge zunächst mal in der Obhut der Länder waren, in Großeinrichtungen, da waren nur sehr wenige Städte betroffen. Jetzt werden sie über das ganze Land verteilt. Und das heißt, die Frage, wer kommt da in meine Nachbarschaft, wie viele sind es, wie viele junge Männer sind es, die Frage der Sicherheit im öffentlichen Raum und die ganzen Folgefragen für Wohnungsunterbringung, wieso kriegen die eine Wohnung und ich nicht, die drücken uns jetzt erst so richtig. Sind das Gespräche, die Sie auf der Straße mit Bürgern führen? Jeden Tag. Also das Hauptthema in meiner Sprechstunde ist Wohnungsnot. Die haben wir ohnehin leider in Tübingen, muss ich einräumen. Wir sind eine der begehrten Städte. Sind Sie nicht alleine? Ja. Die teuerste Stadt in Deutschland zurzeit. Und die Menschen kommen zu mir und sagen, ich bin seit Jahren auf der Warteliste, was stimmt, für eine Sozialwohnung, und ich kriege keine. Und da ist nichts passiert, da haben Sie nichts gemacht, Herr Oberbürgermeister. Und jetzt bauen Sie 1.300 Wohnungen in unserer Stadt für die Flüchtlinge, die kommen in Neubauwohnungen und ich kriege nichts. Warum? Und da tut man sich schwer, das zu erklären. Weil Wie erklären Sie das den Leuten? Die Antwort ist, Baden-Württemberg hat zu Zeiten einer schwarz-gelben Regierung den sozialen Wohnungsbau komplett gestrichen. Wir haben nichts gemacht, ein ganzes Jahrzehnt. Und heute gibt es nur noch halb so viele Sozialwohnungen im Land wie vor 15 Jahren. Aber wesentlich mehr Berechtigte. Und ich kann ohne öffentliche Förderung als Stadt keine Sozialwohnungen bauen. Aber das ist ja nicht die Antwort auf die Frage, warum die und warum nicht ich. Doch, die Antwort ist, wir hätten die Sozialwohnungen, wenn wir diesen Fehler nicht gemacht hätten. Wir bauen sie jetzt mit rasendem Tempo, so viele wie nie zuvor. Aber das hilft ja jetzt nicht. Das hilft ja nicht der Frau, dem Mann, der vor Ihnen sitzt und sagt, ich kann nur im Verständnis fühle mich sagen, da ungerecht behandelt. Ich kann nur im Verständnis sagen, da hat die Politik schwere Fehler gemacht zu ihren Lasten. Wir korrigieren das jetzt so schnell, wie es möglich ist, in 5 Jahren. Aber rechtlich bin ich verpflichtet, für die Flüchtlinge zu bauen. Das ist eine kommunale Aufgabe. Ich muss denen eine Wohnung bereitstellen. Ich bin rechtlich nicht verpflichtet, das für sie zu tun. So ist die Rechtslage. Indem er klarstellt, ich bin rechtlich verpflichtet, für die Flüchtlinge zu bauen, aber ich bin nicht verpflichtet, für die schon länger hier Lebenden eine Wohnung bereitzustellen. Das ist die Rechtslage. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel ein Vermieter in Berlin 20% mehr bekommt, wenn er an einen Flüchtling vermietet, anstatt an einen einheimischen Bedürftigen.
Oder Stuttgart, dort also, wo Julia nach 1,5 Jahren immer noch auf ihr Kinderzimmer wartet, kommt ein Asylbewerber sofort auf die Warteliste für eine Sozialwohnung, während Einheimische dafür mindestens 3 Jahre in Stuttgart gemeldet werden müssen. In Rheinland-Pfalz bekommt ein Vermieter 10 Jahre ein zinsloses Darlehen und 10% des Kredits geschenkt, wenn er einen Asylbewerber vermietet, während er nichts bekommt, wenn er die gleiche Wohnung an Einheimische vermietet. Es ist unverantwortlich und unsozial, in Städten, in denen bereits akute Wohnungsnot herrscht, die Situation durch Zwangszuweisung von Asylbewerbern weiter zu verschlimmern. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund empfiehlt den Kommunen, in solchen Notlagen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge zu verweigern. Und genau hier setzt unser Antrag an. Entscheidungen sollen dort gefällt werden, wo sie auch ausgebadet werden müssen. Wer die Rechnung bezahlt, der soll auch mitbestimmen. Städte und Gemeinden sollten ein Vetorecht bekommen. Sie müssen die Möglichkeit haben, Zwangszuteilungen von Asylbewerbern ablehnen zu können, wenn nicht genügend Wohnungen zur Verfügung stehen oder in angemessener Zeit gebaut werden können. Wir sorgen damit dafür, dass in Zukunft die Kommunen nicht mehr gezwungen werden, verschiedene Bevölkerungsgruppen auf dem Wohnungsmarkt gegeneinander auszuspielen. Heute haben Sie mit uns zusammen die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass auch Kinder wie Julia zukünftig in unserem Land gut und gerne leben können. Thorsten Schweiger, CDU/CSU, ist der nächste Redner.